Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich hoffe, dass Sie jetzt mich hören können und auch den Bildschirm sehen. Ich bedanke mich erstmal für die einleitenden Worte von meiner Kollegin und würde dann starten mit dem Thema, wie energieeffiziente Gebäude das Klima schützen, und möchte Sie in etwa 45 Minuten, so genau werde ich das wahrscheinlich nicht treffen, aber versuchen, die Grundlagen von diesem Thema näher zu bringen. Dieser Vortrag richtet sich an interessierte Laien, vielleicht Bauherren, Baufrauen oder Personen, die sich einfach für das Thema interessieren. Wir haben auch Zuhörer von Fridays for Future. Da war ich auch im letzten Jahr beim Sommercamp und habe einen Vortrag gehalten in ähnlicher Form, das also einen Einstieg ermöglicht für alle. Es geht hier weniger um die tiefe Technik. Es werden natürlich technische Sachen kurz erklärt, aber es geht um einen großen Überblick. Wir haben ein sehr breites Publikum, glaube ich. Ich habe gesehen, erfahrene Passivhausarchitekten sind dabei, genauso wie eben Leute von Fridays for Future, die vielleicht jetzt noch nicht selber Haus gebaut haben, nehme ich an. So, jetzt müssen wir erst mal gucken. Ja, es geht weiter. Drei Worte zu unserem Institut. Also wir sind schon seit 1996 unterwegs mit dem Passivhaus-Institut und sind ein unabhängiges Forschungsinstitut, entwickeln und zertifizieren Bauprodukte für und mit Herstellern, machen Qualitätssicherung, bringen ein Berechnungstool für Passivhäuser heraus, das nennt sich PHPP, vertreiben viel Fachliteratur und machen eben diese internationalen Tagungen. Und bieten auch Prüfungen an und Ausbildung für Passivhausplaner, Architekten und Berater, aber auch Handwerker. Also ein relativ umfangreiches Programm, was wir anbieten können. Und ich bin seit 21 Jahren am Passivhausinstitut. Als ich angefangen habe, waren wir 6 Personen. Jetzt sind wir ja über 60. Das nur so zur Größenordnung. Ja, dann möchte ich auch gleich einsteigen. Worum geht es eigentlich? Was treibt uns an? Was ist das Thema? Das, was uns jeden Tag zur Arbeit treibt, möchte ich mal sagen, und umtreibt, ist das Thema der Klimaerwärmung. Deswegen sind wir angetreten und versuchen seit vielen Jahren eben unseren Beitrag dazu zu leisten, dagegen etwas zu tun. Da wurde das Passivhaus entwickelt aus dieser Überzeugung. Und dieses Foto, was Sie hier sehen, ist eigentlich so ein bisschen so ein Synonym geworden für das Thema Klimaerwärmung. Die Eisfläche ist oberflächlich aufgetaut und es sieht ja aus, als wenn die Hunde übers Wasser gehen können. Und es ist in Wahrheit so, dass eigentlich auch ohne Klimaerwärmung solche Zustände anzutreffen waren, aber es hat sich trotzdem eben als so ein typisches Foto eingebläut, bei mir zumindest. Mich hat das gleich mitgenommen sozusagen. Also darum geht es im Grunde, das kann eigentlich alles zusammenfassen, was uns antreibt. Ich denke, der Klimawandel, das wissen wir heute alle aus der Presse und aus dem, was wir sonst vielleicht so verfolgen. Der Anstieg der CO2-Konzentration ist in einer nie gewesenen Weise existent und lässt sich auch nicht mehr leugnen. Es sind nur noch wirklich wenige, die das tun, wenig überzeugend. Und was haben wir? Steigende Temperaturen im Meeresspiegel, Verluste von Ackerflächen, Vergrößerung des Hungers, Flüchtlingsströme und Kriege. Das hat alles in diese Richtung mit dieser Geschichte zu tun. Diese Ursachen, Reduzierung der Biodiversitäten. Also es geht sehr viel verloren. Und wir haben also Ressourcen- und Verdrängungskriege. Und diese Kurve, die Sie da unten sehen, ähnliches hat man sicher schon gesehen an verschiedenen Messstationen auf der Welt. Mit jahreszeitlichen Schwankungen sieht man, wie der CO2-Gehalt eben immer weiter ansteigt und dafür sorgt, dass diese Effekte sich auch immer weiter beschleunigen. Ja, also es ist nicht geradlinig zu rechnen und viele Sachen werden erst später sich herausstellen. Ja, es gibt Lösungsansätze, die sind auch sehr einfach und prägnant auch bekannt. Steigerung der Effizienz, das ist ganz wichtig und genauso wichtig ist, dass wir umsteigen auf CO2-freie Energieträger. Und damit können wir den Treibhausgasausstoß reduzieren und diese Effekte zumindest verlangsamen. Noch ist es möglich, dass wir diesen Weg gehen, aber das Zeitfenster wird immer kleiner. Ja, um Sie so ein bisschen einzustimmen, habe ich mal geguckt, was sagen die Statistiken der Behörden in Deutschland. Wir haben, wenn wir solche Tabellen angucken oder solche Statistiken angucken,
dann gehen hier auf den orangen Bereich 26% für private Haushalte vom Energieverbrauch. Aber diese Aufteilung sind nie so, dass wir glücklich sind damit, weil die Bereiche Gelb und Grün, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie enthalten auch Beheizungswärme für Gebäude. Die werden nur dort anders bilanziert. Man kann etwa in der Größenordnung sagen, für die CO2-Ausstoß werden etwa 40% angerechnet. Also dem Bereich Raumerwärmung angerechnet. Wenn man ganz andere Statistik anguckt, den Energieverbrauch von Gebäuden in Deutschland, also nicht alle Sektoren, sondern nur die Gebäude, da weiß ich nicht, ob Sie eine Ahnung haben, wenn man diese vier Bereiche sich anguckt, Raumwärme, Warmwasser, Beleuchtung und Klimakälte, was in Deutschland so im Gebäudebestand, wenn man da sich die Daten eben näher anschaut, wie viel dann eigentlich der Raumwärme zugute kommt. Ich weiß nicht, ob Sie da eine Ahnung haben, in welcher Größenordnung das liegt. Jetzt können wir hier schlecht diskutieren. Ich habe das mal so als Frage dargestellt und die Antwort liegt bei 77% in der Statistik von 2016. Das heißt also zumindest hier eine sehr klare Ansage, dass man eben einen sehr, sehr großen Part in der Hand hat, wenn man sich um das Thema kümmert. Es ist also hier kein Thema, was ein Nischenprodukt ist, ein Nischenthema ist, wenn wir uns mit der Bekämpfung der Klimaerwärmung beschäftigen. Ja, das andere ist die zeitliche Entwicklung. Sie sehen hier eine Grafik, das stellt den Primärenergieverbrauch oder Bedarf, also das, was benötigt wird an Primärenergie in Deutschland. 1990 fängt das alles an. Also hier in der Grafik fängt das dann da an, auf 100% gesetzt. Und man sieht, dass die Dienstleistungen in Deutschland ja immer weiter ansteigen. Das wissen wir, das ist das Wachstum. Und diese Dienstleistungen bedürfen eigentlich auch einer gesteigerten Primärenergie. Aber was wir eben sehen an der Linie ist, dass das nicht so ist, sondern dieser Energieverbrauch, den wir zur Verfügung stellen müssen in Deutschland, der sinkt ganz langsam. Und man sieht auch hier, was da passiert. Also im Mittel ist das etwa so viel. Man sieht den Anteil unten, das ist alles fossile Energie, die sinkt langsam. Wir haben nukleare Energie, die sinkt auch durch die Ausstiegsvereinbarungen. Die Erneuerbaren wachsen an. Und alles, was dann, also genau, man sieht die Tendenz, dass das eben über den gesamten Zeitraum hier von 1990 bis jetzt 2018 oder wann es gerechnet ist, ja, absinkt leicht, um 28%. Man sieht eben auch, dass das pro Jahr, wenn man von 2003 anguckt, etwa knapp 2% pro Jahr sinkt. Es wird also etwa noch 50 Jahre dauern, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Das heißt, wir müssen erstmal auch wahrnehmen, dass die Energieeffizienz hier einen wahnsinnigen Einfluss hat. Das wird oft in der öffentlichen Diskussion versucht, irgendwie nicht wahrzunehmen oder wie soll ich es ausdrücken? Es wird nicht wahrgenommen ausreichend. Also wir haben hier eine Erfolgsstory von Energieeffizienz. Aber wir sind viel zu langsam natürlich, ja, und da muss dringend mehr passieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch mal eine positive Kommunikation sein muss, dass hier überhaupt schon was passiert, weil oft wird ja einfach geschrieben, es wird ja immer mehr, was nicht richtig ist. Ja, das so vorausgeschickt. Es ist das Thema des Tages ist ja energieeffizientes Bauen. Wie ist da der Anteil, wie ist da der Beitrag zum Klimaschutz? Was kann man da machen? Und dazu möchte ich Ihnen so ein bisschen die Kernpunkte zeigen, was energieeffiziente Gebäude können und beitragen können und dass sie gleichzeitig behaglich und kostengünstig sein können, auch oft anders leider kommuniziert. Sie sehen hier schon so ein paar Beispiele. In der Mitte sehen Sie das Bambados, das Bamberger Schwimmbad, was ein Passivhaus ist, was wir sehr genau untersucht haben. Es gibt aber auch eben viele verschiedene andere Gebäude gegenüber dem normalen durchschnittlichen Gebäudebestand in Deutschland. Das ist immer so eine schwierige Rechnung, weil diese Daten sich natürlich verändern. Können wir aber immer davon ausgehen, dass wir etwa um 75% die Heizwärme einsparen, also Einsparung um mindestens 75% erreichen können. Das ist also eine gewaltige Einsparung. Wurde immer früher auch viel falsch verstanden, dass die Leute sagen, ja, ihr spart 25% ein. Nein, es ist andersrum. Es werden 75% und mehr eingespart, real. Und da fragen wir sich natürlich, wie geht das? Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Ja, wie sehen so Gebäude aus? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Das sind jetzt nicht die neuesten, das sind irgendwelche, die wir mal zusammengestellt haben.
um zu zeigen, dass es da alle möglichen Dinge gibt. Wir haben hier ein Fasthochhaus in Hamburg, was ich auch untersucht habe. Oder hier, der Architekt hört, glaube ich, sogar zu heute. Das ist die Gremsstraße in Frankfurt, ein sehr frühes Projekt, Mehrfamilienhaus. Besonderheit war, dass es nach Norden ausgerichtet ist. Wir haben hier die ersten Turnhallen abgesenkt im Boden, Passivhaus, Kindergarten, ein sehr großes Bürogebäude hier zum Beispiel in Ludwigshafen, lange Zeit das größte seiner Art, eine Montessori-Schule mit einer sehr schönen Bauweise. Dann haben wir hier ein Museum, ein Museumsbau, wir haben hier das Schwimmbad nochmal, wir haben hier die Klinik Frankfurt-Höchst, die zum Passivhaus ausgerüstet oder also das Neubau der Klinik. Die ist noch im Bau. Das ist ein sehr langwieriges Projekt, das wir auch mit betreuen dürfen, ein Kollege von mir. Das ist natürlich ein sehr großes, sehr technisch hoch ausgerüstetes Gebäude, wo es ganz andere Themen gibt, genauso wie im Schwimmbad andere Themen gibt. Und hier sehen wir noch einen Supermarkt der Firma M-Preis in Österreich. Also es gibt da sehr, sehr viele Beispiele. Das waren nur ein paar herausgegriffene. Wir hatten früher mal vor vielen Jahren so ein Spiel gehabt in Form eines Posters. Sie sehen jetzt hier eine Auswahl von Häusern auf diesem Bild. Und man sollte eben rausfinden, welche der 5 Häuser sind keine Passivhäuser. Und es gibt niemanden, der das schafft, weil man kann das nicht erkennen. Das soll eigentlich Ihnen nur klar machen, ein Passivhaus hat eigentlich kein spezielles Aussehen oder irgendwie, das ist nicht der Sonne, ist kein Sonnenhaus der Sonne nach gerichtet und hat Riesenverglasung oder ganz kleine Verglasung oder sowas. Oder ist es nur aus Holz oder Stein? Nein, es ist alles möglich. Die Qualität ist entscheidend und nicht das Material, mit dem wir das machen. Das geht mit allen Materialien. Ja, also kommen wir nochmal zurück. Wie geht das mit der Einsparung? Was sind die wichtigsten Punkte, um so ein energieeffizientes Gebäude wie ein Passivhaus zu realisieren? Man hat da ein wenig der Natur nachgeschaut bei der Natur. Wie geht das eigentlich? Wenn Sie hier so einen Vogel in so einer Vogelwarte fotografiert, anschauen, der sitzt in so einer Klimakammer bei 20 Grad, ist der normal, so wie wir ihn im Garten sehen. Wenn Sie das auf runterkühlen auf 0 Grad, dann fängt er sich an, so rund zu machen sozusagen, also möglichst ein günstiges Oberflächen- zu Volumenverhältnis. Und wenn wir ganz tief runtergehen bei minus 20 Grad, dann wird er immer mehr einer Kugel gleichen, weil das das optimale Verhältnis ist. Das heißt, die Oberfläche wird reduziert, das Volumen-Oberflächenverhältnis wird günstiger gemacht. Und so ähnlich ist es auch, wenn man sich ein Passivhaus anguckt. Da muss man jetzt nicht Kugeln bauen, das ist eigentlich nicht nötig. Aber das war so einer der Grundgedanken, wie man merkt, in der Natur wird es auch so gemacht. Die 5 Grundprinzipien des Passivhauses, die kann ich Ihnen jetzt hier in 2 Minuten darbieten. Es ist natürlich die sehr gute Wärmedämmung, das haben Sie alle erwartet. Wir sehen hier einen Querschnitt von einem Gebäude in Hannover-Kronsberg. Das ist schon im Jahre 2000, also 1999, 2000 gebaut worden. Und wir wollen jetzt hier nochmal kurz zeigen, worum geht es. Also wir haben hier Wärmedämmung, hochwertige Wärmedämmung der umfassenden Gebäudefläche. Bodenplatte, Wände, das Dach. Die müssen also hochwertig gedämmt sein. Dann haben wir Wärmebrücken zu vermeiden, also Lastabtragung der, wo münden die Wände oder die Beton-Skelettstruktur in die Bodenplatte ein. Wie kann man das optimieren, dass dort nicht riesige Wärmebrücken sind, wo die Wärme eben dann verloren geht, trotz der guten Dämmung? Das ist eine Herausforderung für den Architekten. Dann haben wir das als dritten Punkt, sehr hochwertige Verglasung und Fensterrahmen. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Diese sind immer Dreischeibenverglasung, die eigentlich in Deutschland mittlerweile fast durchgesetzt haben. Zu 80% wird gar nichts anderes mehr verbaut. Und da haben wir sehr hohe Anforderungen, sodass ein gutes Fenster eigentlich ein Solarkollektor ist. Also ein gutes Fenster nach Süden, Westen, Osten bringt mehr Energie ins Haus, als das durch das Fenster verloren geht. Ja, und dann haben wir hier eine Notwendigkeit einer luftdichten Hülle. Das ist keine Forderung für Passivhäuser, sondern das ist eine Forderung für jedes Gebäude, wurde aber immer gerne vernachlässigt. Das braucht man also, sie muss komplett rundherum gehen. Ja. Störgeräusche. Ich bitte Sie alle, die Mikrofone auszumachen. Ja. Die Mikrofone unten, wenn Sie unten über den Bildschirm streichen,
kommt so ein Zeichen, wie man das Mikrofon ausschalten kann. Okay, ich mache einfach weiter. Ja, und als letzte und fünfte Variante, eine Komponente, die wir im normalen Gebäude eben heutzutage in Deutschland noch nicht standardmäßig verbauen, leider, obwohl wir der Meinung sind, gute Luft würde eigentlich jedem Haus gut stehen und jedem Bewohnern. Das ist die Lüftungsanlage. Im Grunde nur ein einfacher Blechkasten mit zwei Ventilatoren, aber einem hochwertigen Wärmetauscher. Er muss ganz wenig Strom verbrauchen, natürlich, die Ventilatoren. Und der Wärmetauscher muss eine sehr hohe Leistung bringen, die Wärme zurückzuhalten. Die Idee ist einfach, die warme Abluft im Winter hier durchzuführen und aus dem Haus herauszuführen und frische, kühle Luft von außen reinzuholen. Die wird dann durch die wegströmende warme Luft vorgewärmt, ohne dass sich das direkt vermischt, sondern das streicht nur aneinander vorbei in so einem Plattenwärmetauscher. Und dann haben wir hier im Gebäude vorgewärmte Zuluft, die aber eben, man würde sprachlich sagen, frische Luft ist, also unverbrauchte Luft von außen, wenn wir nicht gerade an der Hauptstraße wohnen oder dergleichen oder im Kompostwerk. Und damit sparen wir schon mal eben mindestens 75% bis 90% etwa an Energie ein, die wir sonst einfach durchs Fenster ablüften. Ja, das ist es schon. Wir sind schon am Ende. Nein, das sind aber die fünf Kernpunkte, die ein Passivhaus braucht, um das zu bringen, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und das ist doch erstaunlich wenig. Wir brauchen keinen Hokuspokus und große technische Einrichtungen, sondern wir müssen die Komponenten, die es sowieso gibt, optimieren, verbessern und wirklich gut machen und noch eine Lüftungsanlage vorsehen. Und dann können wir relativ schnell ans Ziel kommen. Wie ist die Entwicklung gewesen? Wir haben also angefangen mit dem Darmstadt-Kranichsteiner Passivhaus, was gebaut wurde von vier Baufamilien. Das ist im Grunde eine Art Reihenhaus. Und ist heute noch ganz normal bewohnt zum Wohnen. Dann kamen die ersten Nichtwohngebäude dazu, Schulen, Büro, dann später Schwimmbäder, viel später. Dann kam das Thema schrittweise Sanierung, also nicht nur Sanierung überhaupt, sondern auch schrittweise, dass man eben sagt, ja gut, wenn man jemand schon seine Fenster wechselt, dann soll er die richtigen guten einbauen und dann später mal die nächste Stufe der Sanierung machen. Wir haben es geschafft, weltweit zu agieren. Und sind in sehr vielen Ländern aktiv. Dann haben wir gemerkt, dass das natürlich viel besser ist, dass man diese guten, hochwertigen Bauprodukte braucht und haben dann eben mit der Komponentenentwicklung uns beschäftigen dürfen. Fenster, Lüftungsanlagen und so weiter, dass auch wirklich die Qualität physikalisch nachgewiesen da ist und nicht die der Hersteller nur verspricht, aber nicht einhalten kann. Dann haben wir uns natürlich mit dem Thema Nachhaltigkeitsbewertung beschäftigt und beschäftigen uns das immer laufend weiter und haben die neben dem klassischen Passivhaus auch noch weitere ja, Klassifizierungen, sage ich mal vorsichtig, eingeführt, die ich nachher noch mal kurz erwähne. Mittlerweile haben wir 29 Jahre reale Erfahrung dadurch und das ist natürlich, da hat sich eine Menge angesammelt und es hat sich eine Menge weiterentwickelt. Wenn ich das überlege, was man früher an Komponenten hatte, das wurde noch von Hand selber gemacht, die Dämmung der Fenster. Heute gibt es hunderte von zertifizierten Passivhausfensterrahmen am Markt zu kaufen. Ob Sie Holz, Alu, Kunststofffenster wollen, es gibt alles. Ja, wenn wir uns das zum Beispiel angucken, auch hier wurde mal eine Untersuchung gemacht bei winterlichen Temperaturen morgens früh in einem Baugebiet. Sie sehen hier einen normalen Neubau, der ist im Grunde fertiggestellt von außen. Und die ganzen schönen bunten Farben, die Sie dort sehen, das sind Temperaturen, das ist eine Thermografie. Und Sie sehen, dass es keine einheitlichen Oberflächentemperaturen gibt. Sie sehen zum Beispiel hier oben bei der Dachgaube gibt es ein Problem, da ist ein Hotspot, also so ein ja, ein Wärmeloch, sage ich mal, da tritt viel Wärme aus dem beheizten Haus nach außen. Und Sie sehen auch, dass die Fassadenflächen hier überhaupt nicht einheitlich sind, dass es Wärmebrücken an den Fenstern gibt. Und so weiter. Dieser Hotspot könnte eine Lampe sein, das weiß ich jetzt nicht, eine Außenbeleuchtung. Und wenn man zur gleichen Zeit am gleichen Ort in die andere Richtung in diesem Baugebiet schaut, dann sieht man auch ein Passivhaus, was dort auch neu errichtet wurde. Also gleiche Zeit, als es errichtet wurde, gleicher Untersuchungsmoment, gleiche Einstellung der Kamera, das ist wichtig. Und Sie sehen sehr hohe Oberflächentemperaturen, sehr einheitliche Flächen und, also Entschuldigung, sehr niedrige Oberflächentemperaturen. Wir sind ja außen und innen wird das genau andersrum. Und Sie sehen wenige Punkte, dass in den Fenstern, das oben rot ist, ist normal, weil wir haben auch in der Dreischeibenverglasung eine Warmluftwalze zwischen diesen Scheiben, in den Scheibenzwischenraum zirkuliert die Luft.
Deswegen ist das oben wärmer als unten immer. Und Sie sehen einige hellere Stellen, möglicherweise Stürze oder Rollläden-Kästen. Das kann ich so nicht erkennen auf dem Bild. Auf jeden Fall eine deutlich einheitlichere Farbe und damit deutlich verringerte Wärmeverluste des Gebäudes. Und zwar für die nächsten, sagen wir, 50, 80 Jahre, je nachdem, wie lange dieses Haus stehen will. Und deswegen ist unsere Ansage, man realisiere jetzt, wenn Sie anpacken, das bestbezahlbare Produkt und nicht irgendwas Halbgutes, sondern Sie müssen wirklich, wenn Sie die Fenster, wenn Sie Eigentümer eines Hauses sind und es ist dran, die Fassade zu machen oder es ist dran, die Fenster zu machen, man muss nicht alles zusammen machen, aber wenn man was anpackt, dann sollte man das nur tun, wenn es wirklich fällig ist, wenn es sinnvoll ist, das zu tun. Und dann sollte man aber auch das Beste einbauen, was man auf dem Markt energetisch bekommen kann. Nicht das Teuerste, sondern das, was thermisch am sinnvollsten ist. Jetzt würde ich gerne noch auf einige Komponenten eingehen, nur mit zwei, drei Bildern. Diese Fensterrahmen, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele von. Das sind einfach hier ein paar Beispiele, ob Holz und es gibt auch Vollholzfenster, die die Kriterien erreichen. Es gibt Korkdämmgedämmte, es gibt mit künstlichen Schäumen gedämmte, es gibt Kunststofffenster, Alufenster. Also da ist eine riesen Bandbreite. Wir haben hier Anforderungen, das nennt sich ja immer UW, U-Window heißt das. Also der U-Wert des Fensters. Ich will Sie aber nicht mit langweiligen physikalischen Größen da quälen. Nur einfach zum Verstehen, wenn Sie so ein Fenster im Schnitt sehen, das ist hier eingebaut. Hier ist die Wärmedämmung außen. Hier ist die Steinwand mit der inneren Fensterbank oder die da drauf kommt. Und das Fenster steht dann dort. Dann haben Sie hier zahlreiche Wärmeverluste. Einmal diesen Einbau-Ziehwert, wie wir sagen. Also hier unten geht Wärme verloren in der Art, wie das Fenster eingebaut ist. Wir haben ein Wärmeverlust durch den Fensterrahmen selber, weil der braucht statische Elemente und das ist eben auch ein Wärmeverlust. Dann haben wir hier Wärmeverlust am Glasrand. Die Scheibe hat einen Glasrand, nennt sich das, damit die Scheiben nicht aufeinander liegen, so Abstandshalter drin. Da geht auch Wärme verloren, gerade weil die bei Standardfenstern aus Aluminium sind. Und wir haben natürlich einen Wärmeverlust durch die Scheiben selber. Und all das muss man optimieren und verringern, damit man eben ein thermisch hochwertiges Fenster bekommt. Und ansonsten kennen Sie die Situation vielleicht aus dem Altbau, wenn Sie also dicht an der Scheibe sitzen im kalten Winter. Draußen sind hier minus 14 Grad angezeichnet. Und dann ist die Oberfläche der Scheibe bei einer Zweischeibenverglasung sehr niedrig mit 15 Grad. Sie haben aber im Raum 21 Grad. Das heißt, von der anderen Seite strahlt Ihnen 21 Grad warme Wände ab und Decken. Und von hier kühl. Das ist nicht so behaglich. Ja, Strahlungsasymmetrie nennen wir das. Und wenn Sie hier eine Dreischeibenverglasung einbauen, dann haben Sie zum Beispiel 18 Grad in der Größenordnung bei den gleichen Bedingungen draußen und haben ein angenehmeres Gefühl. Sie kennen das vielleicht vom Lagerfeuer, wenn man hinten kalt wird und vorne wird es ganz heiß, wenn man so Ostern Lagerfeuer macht oder sowas, dann kennt man das. Das ist die Strahlungsasymmetrie, die eben unbehaglich ist. Daher ist gefordert, die hohen Qualitäten für Wände und Fenster. Es geht also auch um Behaglichkeit in den Gebäuden, insbesondere. Ja, dann die Frage des Lüftens. Sie sehen hier mal eine Messkurve, die ich in meinem eigenen Haus aufgenommen hatte, in einer Mietswohnung, als wir in einer Mietswohnung wohnten und haben hier die CO2-Konzentration, die ist so ein Leitwert für die Luftqualität, wenn man sie gut messen kann. Und Sie sehen hier eine Grenze von 1000 ppm, das ist die sogenannte Pettenkofer-Grenze. Die DIN sagt 1500 oder sagte damals wäre gut, das ist mittlerweile auch schon auf 1000 runtergesetzt worden nach einer neuen DIN-Norm. Aber man sieht auch, dass mit Stoßlüftung die Konzentration zwar absinkt, aber dann relativ bald auch wieder ansteigt, in der Nacht dann sehr hoch ist, weil man eben mit geschlossenem Fenster hier geschlafen hat. Und die Stoßlüftung hier dann immer notwendig sind, aber es dann eben auch ansteigt und man eben keine durchgehend gute Luftqualität hat. Wenn man dagegen in so einer Wohnung eine Lüftungsanlage betreibt, dann kann man die eben so einstellen, wie man das möchte, also wie viel frische Luft hineinkommt und kann damit auch die CO2-Konzentration auf einem sehr niedrigen Maß halten und damit eine hohe Luftqualität erzeugen. Also man sieht wirklich den deutlichen Unterschied.
Und Sie kennen das vielleicht selber, wenn Sie mit geschlossenem Fenster im Winter schlafen und Sie kommen morgens wieder Sie gehen kurz raus auf Klo oder was und kommen wieder rein, dann merken Sie, dass Sie eine dicke Luft haben im Schlafzimmer. Und das schläft sich natürlich auch nicht so optimal bei. Wie sieht sowas aus? Also wenn man so eine Sanierung anguckt, wollte ich jetzt extra mal keinen Neubau zeigen, weil wir hier dieses schöne Foto hatten. In der Sanierungsphase in einer Wohnung, wenn man wohnungsweise lüftet, man kann auch zentrale Lüftung machen, wo man viele Wohnungen dranhängt, aber hier eine wohnungsweise Lüftung, da sehen Sie, so sieht das aus, das Gerät und die Rohre und das wird nachher verkleidet und das ist hier, weil in diesen Wohnungen nachträglich eben wenig Platz war, hat man das ins Badezimmer verlegt und die ganze Geschichte verschwindet in dieser Einhausung dieser Lüftungsanlage, sodass das auch akustisch nicht zu hören ist. Sie haben hier ein paar Bedienelemente neben dem Spiegel. Können die Tür aufmachen, wenn man die Filter wechseln muss, und die ganzen Rohre sind da oben verschwunden. Das geht nur auf den Flur und in die Zimmer braucht man gar keine Lüftungsleitung mehr stecken. Das ist dann die ganze Lüftungsanlage, also recht übersichtlich. Die Rohre sind hier so dick übrigens, weil das Schalldämpfer sind, sodass sie eben keinen Schall von der Anlage in den Räumen hören. Da haben wir hohe Anforderungen, dass man eben gar nichts hören darf, wenn man im Schlafzimmer im Bett liegt, will man keine Lüftung hören. Nicht zu verwechseln, vielleicht kennen Sie das in Hotels manchmal, wenn Sie aufs Klo gehen oder ins Badezimmer. Wir machen das Licht an, dann geht so ein Ventilator an, da denkt man, man sitzt im Hubschrauber. Also sowas ist ein Negativbeispiel. Ja, hier haben wir nochmal die Kronsberger Siedlung. Herr Rasch wird sich freuen, wenn er noch zuhört. Wir sehen also das Thema Luftdichtheit hier fokussiert. In dieser Siedlung haben wir zum Beispiel mal eine große Untersuchung gemacht. Das haben wir jetzt mal als Beispielberechnung gemacht. Sie sehen hier die rot schraffierte Linie. Unten sind verschiedene Qualitäten der Luftdichtheit. Wie luftdicht ist das Gebäude? Weil Luft bekommen wir mit der Lüftungsanlage. Wir wollen ja nicht Bauschäden haben durch irgendwelche Leckagen, wo die feuchte Luft durchgeht. Deswegen gibt es Anforderungen für die Luftdichtheit. Und Sie sehen hier den Heizwärmebedarf. Also der liegt hier so von etwas über 10, geht der hier hoch, wird immer höher, je mehr die also Undichtheit dann ansteigt. Die Passivhausgrenze, die wir festgesetzt haben, schon ganz früh, sind die 0,6. 0,6-facher Luftwechsel bei 50 Pascal bedeutet das. Brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Das kann man mit einem Gerät messen. Und diese Siedlung, die Sie eben gesehen haben, die 32 Reihenhäuser, die hatten so im Mittel 0,44 als Messergebnis der Luftdichtheit. Und damit kommen wir hier nach dieser Linie, die nur für diese Häuser gilt. Muss man jedes Mal neu berechnen. Kommen wir hier so in etwa auf 13 Kilowattstunden, 13, 14 Kilowattstunden, die das Haus als Wärmebedarf hat für die Heizung. Wenn wir jetzt genau das gleiche Haus mit genau den gleichen guten Fenstern, der guten Wärmedämmung und so weiter nicht so luftdicht bauen, was schnell passieren kann, dann sehen wir zum Beispiel bei der Luftdichtheit von 2,6 und dann verdoppeln wir ganz schnell einfach nur aus diesem Grund der Luftundichtheit, muss man dann ja fast sagen, den Wert. So, das ist jetzt kein abstrus hoher Wert, also den Wert für den Heizwärmebedarf. Das ist kein abstrus hoher Wert, sondern die Anforderungen in Deutschland nach Gesetzgeber sind bei 3,0. Also das ist noch nicht mal auf der Skala hier drauf. 3,0 ist die Luftdichtheit, die ein Gebäude ohne Lüftungsanlage haben darf. Mit Lüftungsanlage fordert der Gesetzgeber mindestens 1,5. Da sind wir mit unseren 0,6 und mit dem realen Wert 0,44 natürlich noch weit weg. Also Sie sehen, die Luftdichtheit hat auch einen großen Einfluss auf die Energiebilanz des Gebäudes. Ja, kommen wir zur Wärmeversorgung. Versorgen können Sie Ihr Gebäude, wie Sie möchten. Das ist ganz, beliebig. Das ist so wenig Wärme, die wir noch brauchen, dass es nicht so wichtig ist, wann und wie und womit man die einbringt. Das kann man natürlich alles optimieren. Aber dass Sie mal eine Vorstellung davon haben, um welche Größenordnung geht es dann, wenn wir das alles so reduzieren. Wir gucken uns ein 24 Quadratmeter großes Wohnzimmer an. Dieses Wohnzimmer braucht Passivhausgrenzwert 10 Watt pro Quadratmeter in der Größenordnung. Wie viel ist das? Das sind also zusammen 240 Watt. Damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was bedeutet das? Das wäre so viel wie 460 Watt Glühlampen. Gut, die kennen wir gar nicht mehr, die Glühlampen. Die gibt es gar nicht mehr auf dem Markt zu kaufen, glaube ich. Aber wir kennen sie alle noch, denke ich mal. Also wir könnten das Wohnzimmer mit 4 Glühlampen heizen. Das ist natürlich nicht unser Ziel, das zu tun, aber nur, dass Sie eine Größenordnung haben, weil wenn Sie ein Wohnzimmer im Altbau beheizen wollen, dann bräuchten Sie aber 10-mal so viele Glühlampen. Ja, Sie können auch einfach 8 Teelichte, Kerzen nehmen oder 3 Freunde einladen, die etwa 80 Watt abgeben bei leichter Bewegung. Oder ja,
So, das ist eine Größenordnung, und Sie sehen, das ist eine sehr überschaubare Größenordnung, die man noch braucht, um das Haus zu beheizen. Auch im Bereich der Kühlung, also wir interessieren uns natürlich weltweit für die Situation, wie das Passivhaus dort funktioniert. Und die Frage der Kühlung wird aber auch in Mitteleuropa oder auch überhaupt in Europa immer dramatischer wichtig, weil wir natürlich durch die Klimaerwärmung, die sich einfach schon so weit, ja, die so weit fortgeschritten ist, dass wir immer mehr den Bedarf haben, dass wir auch in Mitteleuropa schon anfangen, eben verstärkt Klimaanlagen zu betreiben, was natürlich energetisch schlimm ist. Aber wenn Sie ein Passivhaus haben, Verschattung optimieren, die Nachtlüftung ausnutzen können, also nachts die Fenster öffnen können, dann und für Durchzug sorgen, dann kann man auf Klimaanlagen weitgehend verzichten. Wenn sich das noch weiterentwickelt mit der Klimaerwärmung, haben wir den Vorteil, dass wir damit sehr, sehr geringen Energieeinsatz die Klimatisierung auch im Sommer realisieren können. Ganz wichtig ist, deswegen ist es hier in der Mitte unten drin, Wärmelasten reduzieren. Die Wärmelast sind nicht nur die solaren Einträge, die Sie mit Verschattung, außenliegender Verschattung, deutlich reduzieren können, sondern das ist auch eine Frage, wie hoch sind die Stromverbräuche in der Wohnung selber, in dem Haus selber. Durch immer mehr Elektrogeräte wird das natürlich schlechter für den Sommerfall. Da sollte man also eben auch auf die Ausrüstung mit energieeffizienten Geräten achten. Ja, und Sie sehen hier noch ein Beispiel, das ist auch schon in die Tage gekommen. Wir haben hier ein Haus, typische Nachkriegsbauten. Deutschland steht noch voll davon. Die sind irgendwann fällig zu sanieren. Das ist hier in Frankfurt in der Thewestraße. Das ist auch von dem Architekten Volkmar Rasch gemacht worden und Petra Grenz, Faktor 10 damals. Und Sie sehen also kein ansehnliches Gebäude mehr, war dringend fällig. Und man hat dann hier ein Gebäude also aufgestockt obendrauf, hat das voll saniert mit Passivhauskomponenten, mit genau den gleichen Dingen, die wir aus dem Neubau kennen. Da wurden sie entwickelt, hier wurden sie dann ebenso eingesetzt. Man hat ein bisschen Probleme mit Wärmebrücken zum Keller, man kriegt nicht ganz Neubauqualität hin. Das ist auch nicht schlimm und das ist auch nicht nötig. Wir haben dafür ein eigenes Logo, so eine eigene Zertifizierung und Berechnungsart, Enerfit nennt sich das, gemacht. Und da ist die Grenze bei 25 Kilowattstunden. Das Passivhaus ist die Grenze sind 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und das ist meist auch machbar. Also ein sehr erfolgreiches Projekt, wie Sie sehen. Wir haben hier auch eine wissenschaftliche Forschung machen dürfen. Wir sind hier auf einen Wert von 16 gekommen, real gemessen. Also das ist Neubaustandard. Ja? Also fantastisch. Und wir haben hier 95% Einsparung. Ja, wie viel das Haus vorher verbraucht hat, weiß man eigentlich gar nicht. Das hat man theoretisch berechnet. Vermutlich wurden die Wohnungen nicht alle durchgehend beheizt. Deswegen liegt der Wert vielleicht auch nur bei 200. Die Einsparungen sind trotzdem gewaltig. Und vor allen Dingen der Gewinn an hohem Komfort, gute Luft, warme Wände, Ausnutzung der ganzen Wohnung und Schimmelfreiheit. Ganz wichtige Punkte. Ja, wir können sowas eben berechnen mit diesem Berechnungstool, PAPP, Passivhaus-Projektierungspaket. Was macht man da? Man guckt sich die Verluste an und die Gewinne. Das ist so eine Excel-Anwendung, die wir bereitstellen. Und interessant ist da, was macht die Heizung? Der Balken der Heizung ist eben in diesem Beispiel, was Sie eben gesehen haben, wird hier, das ist der Teil, den die Heizung früher beitragen musste. Und der sinkt eben stark ab. Die solaren Gewinne, das ist das, was durch die Fenster reinkommt, wird natürlich anteilig viel, viel höher. Und auch die inneren Wärmequellen schlagen hier bei dieser niedrigen Säule viel stärker zu Buche. Das heißt, ein großer Teil der Energiebilanz wird durch sowas gedeckt. Innere Wärmequellen, also Stromverbräuche, Personenanwesenheiten und durch die Sonne passiv. Und der Rest, der dann noch übrig bleibt, das bisschen muss geheizt, beheizt werden. Das ist das, was man mit dieser Berechnungsart eben, bevor das Haus gebaut wird, genau ausrechnen kann. Und wenn man diese Realität versucht, also wenn man sich anschaut, was in der Realität ist, das haben wir hier mit verschiedenen Siedlungen gemacht, also nicht nur wir alleine, die erste Messung ist nicht von uns. Dann sehen Sie hier aus dem Jahr 1962 eine Siedlung mit baugleichen Gebäuden, 63 Reihenhäuser. Und diese Statistik hier, das sind die Wärmeverbrauchswerte von 63 Reihenhäusern aufsteigend sortiert. Also hier unten ist der am wenigsten verbraucht hat, hier oben ist der am meisten verbraucht hat. Und Sie sehen, das streut so zwischen 75 und über 400. 400 ist ein bisschen ein Ausreißer. Im Mittel sind es 180
Kilowattstunden, die wirklich verbraucht wurden, also jetzt keine theoretische Berechnung, sondern wirkliche Messung. Und wenn Sie dann angucken, wie die ersten Niedrigenergiehäuser, also die ersten Siedlungen, die hier gebaut wurden, zum Beispiel in Niedernhausen oder hier sind 27 Niedrigenergiehäuser in Hessen, dann sehen Sie hier so Mittelwerte von 66, 74, das sind so die Größenordnungen. Und Sie sehen wieder diese Streuung, also eine sehr große Streuung. Dieses geht zurück auf das Nutzerverhalten. Das ist kein Problem, das ist ganz normal. Es gibt eben Menschen, die heizen ihr Haus höher, andere heizen es niedriger. Einige sind viel zu Hause, wenig zu Hause, hohe Stromverbräuche, niedrige. Wie gesagt, die Stromverbräuche wirken sich ja dann auf die Heizwärme auch aus. Und dagegen sehen Sie dann hier die Passivhäuser, die realisiert wurden, die in den frühen Jahren in Wiesbaden, die erste Siedlung mit 13,4, in Kronsberg, Hannover, die erste Siedlung, die wirklich reine Zuluftbeheizung hat. Also das kann man auch machen, dass man über diese Lüftungsanlage die Häuser beheizt und keine klassischen Heizkörper mehr braucht. Muss man aber nicht machen. Und Sie sehen hier gewaltige realisierte tatsächliche Einsparungen und wirklich, das heißt, man sieht, die Theorie geht hier wirklich auf. Also es ist tatsächlich so gekommen. Und wir können eben gegenüber dem Bestand diese 90% einsparen. Und wir können aber auch gegenüber den Niedrigenergiehäusern hier noch massiv einsparen. Ja, und das haben wir hier auch noch in einer anderen Darstellung. Hier sehen Sie nochmal diese Niedrigenergiehaussiedlung in Niedernhausen. Hier sind immer dargestellt in Orange die gemessenen Heizwärmeverbräuche und in Grün die theoretische Berechnung, die man dazu gemacht hat, bevor die Häuser gebaut wurden. Dann wird die nur angepasst an die wirklichen Klimabedingungen und die Innentemperaturen. Und Sie sehen hier für Neubauten, dass das immer sehr gut übereinstimmt. Also das Tool funktioniert sehr gut. Und auch für die Passivhaus-Sanierungen hier haben wir sehr gute Ergebnisse und gute Übereinstimmung. Ja, wie gesagt, das erste Passivhaus ist 1991 gebaut worden, hier in Darmstadt-Kranichstein. Wir haben weltweit etwa 25.000 zertifizierte Wohneinheiten. Also das ist das, wo Menschen nochmal eine Qualitätssicherung machen, die mit uns zusammenarbeiten. Dort wird eben nochmal Vier-Augen-Prinzip geschaut, ist die Berechnung richtig? Wenn das dann so gebaut wird, wie das auf dem Papier steht, dann wird es auch ein funktionierendes Passivhaus werden. Das sind eben über 2 Millionen gebaute Quadratmeter. Wie viele Passivhäuser es wirklich gibt, ist völlig unbekannt. Die werden nicht zwingend bei uns gemeldet. Ja, wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut. Wir kennen überhaupt nicht jedes Passivhaus. Der Begriff ist auch übrigens nicht geschützt. Also wir verdienen kein Geld an irgendeinem gebauten Passivhaus, sondern jeder kann sein Haus Passivhaus nennen, wenn er möchte. Ist natürlich auch Tür und Tor offen für Schindluder. Aber es ist ein offenes System, wo jeder mitmachen kann und eingeladen ist. Wir veröffentlichen alles Wissen, damit sich das eben verbreitet. Das ist unsere Maßgabe. Ja, oft kommt dann die Frage, ja, funktioniert das denn lange auch? Dazu haben wir, als das Haus 25 Jahre alt war, das älteste, hat hier ein Kollege und Herr Feist, der diese Sache, diese Bewegung ja, begonnen hat, haben wir das Haus ein bisschen demontiert, haben aus der guten Dämmung schweren Herzens Dämmstoffprobe entnommen, das kaputt gesägt, ins Labor geschickt, untersuchen lassen, Stabilität und so weiter. Wir haben die Lüftungsanlagen untersuchen lassen, die Luftdichtheit. Und das war alles wie am ersten Tag. Das sind also wunderbare Ergebnisse. Und das war uns klar, weil das hätten wir hier auch an diesen Verbrauchswerten von dem Haus gesehen, weil es vom ersten Tag an gemessen wurde. Sie sehen hier im ersten Jahr war das Haus noch nicht ganz fertig. Da fehlte noch was. Da fehlten noch Dämmungsteile. Ich glaube nicht auf den Fenstern. Ich glaube, es war was anderes. Auf jeden Fall war es noch nicht ganz fertig. Aber in den Jahren, wo es fertiggestellt war, sehen Sie hier zwar Schwankungen durch Klimabedingungen, aber im Mittel haben wir einen Heizwärmeverbrauch von 8,5 Kilowattstunden. Der Passivhausgrenzwert liegt bei 15, also schon gewaltige Einsparung. Ja, dann ist immer die Frage, was kostet das? Ist alles schön und gut, was er mir da erzählt, aber was ist der Preis dafür? Können wir das überhaupt bezahlen? Ist das eine Sache für Leute, die Rolls-Royce fahren, sage ich jetzt mal böse. Ja, also natürlich, Qualität hat seinen Preis und kostet Geld, aber wir reden hier von Baukostenerhöhungen von so 3 bis 5%. Ja? Also man kann auch 50% teurer bauen, das ist kein Problem. Aber wenn man es mit spitzen Bleistift macht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und auch nicht die goldenen Wasserhähne, wie es gern gemacht wird, mitrechnet, ich übertreibe, dann ist das eine Größenordnung, die man schafft. Es gibt auch Architekten, die sagen, ich habe keine Mehrkosten mehr, aber das geht natürlich nicht, wenn ich eine höhere Qualität habe, muss ich irgendwo sparen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Keller baue, dann kann ich natürlich auch zum ähnlichen Preis das schaffen wie ein anderes, schlechteres Haus mit Keller. Aber 3 bis 5% sind natürlich für ein Haus, was lange steht, gut investiert, weil dieses Geld haben sie schnell wieder drin über die Heizkosten. Ich habe Ihnen hier trotzdem mal eine Grafik, die ist ein bisschen unscharf, aus einem Bericht entnommen, einer Veröffentlichung in Hamburg, wo man mal geguckt hat. Ein Institut, was hier unten genannt ist, hat sich die Baukosten angeguckt. Statistisch, das ist nicht so besonders schwergewichtig, diese Analyse. Aber man hat einfach mal geguckt, welche Gebäude was gekostet haben, abgerechnet. Es geht hier nur um Mehrfamiliengebäude, Mietwohnungsbau. Aber man sieht, dass die gesetzlichen Standards, das Effizienzhaus 70, so eine Förderung ist das von der KfW und Effizienzhaus 40, dass die gar nicht, oder sagen wir andersrum, dass das Passivhaus, die Passivhaus, die hier ausgewertet wurden, die Passivhäuser, dass die gar nicht teurer waren als die anderen Gebäude. Und es gibt viele andere Studien dazu, die sagen, ja, die Kosten werden ganz woanders versenkt, in teure Fassadenelemente und, und. Und diese eigentliche Qualität, die Energieeffizienz, die immer von der Wohnungswirtschaft kritisiert wird, als zu hohe Kosten, die sind nicht der Kostentreiber. Das ist definitiv falsch. Und es wird als Scheinargument verwendet. Ja, wie gesagt, haben wir so verschiedene Passivhausklassen, Classic plus Premium, das sind die Logos dazu. Also ein klassisches Passivhaus steckt überall drin. Es gab dann hier noch die Aufsetzung von erneuerbaren Energien, was wir heute natürlich mittlerweile selbstverständlich ist. Wir haben da andere Berechnungsverfahren. Wir haben sogenannte erneuerbare Primärenergie. Die sind diese Größe eingeführt. Das würde jetzt zu weit führen, aber da gibt es eben nach oben offene Diskussion, also Möglichkeiten, dass so ein Haus das auch einhält. Das sehen Sie an dem Kranichsteiner Haus. Das ist später mal nachgerüstet worden mit einer Solaranlage. Auf dem Dach liegt ein bisschen was und oben an der Fassade. Und Sie sehen hier, dass der Heizwärmeverbrauch in dem Jahr bei 10,2 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr lag. Der Warmwasserbedarf ist sogar höher. Also man braucht in dem Haus mehr Warmwasserwärme für Warmwassererwärmung als für die Heizung. Und der Stromverbrauch von dem Haus ist in einer ähnlichen Größenordnung. Ja, und das ist in einem Altbau- oder Niedrigenergiehaus ganz anders. Und das Ganze wird mittlerweile früher mit Gas beheizt. Jetzt wird es mit einer Mini-Split-Wärmepumpe beheizt. Kann man auch mit kühlen. Das wurde ausprobiert in 2 Wintern jetzt und geguckt, was man da für eine PV-Anlage für braucht. Also es funktioniert wunderbar. Allerdings dürfen Sie sich nicht blenden lassen. Das möchte ich Ihnen hier noch kurz vor Schluss sagen. Wenn man sich hier anguckt, was ein Gebäude an Energie verbraucht, ein energieoptimiertes Passivhaus in diesem Fall, ist es schon, also es braucht schon sehr wenig. Das sind hier im Januar 4 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und das müssen Sie dann ja aufsummieren. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn Sie ein Gebäude mit nur einem Geschoss bauen, dann ist ja das, was Sie an Solar oben auf das Dach rauflegen können oder an die Fassade hängen können, bringt natürlich mehr Energie rein, als wenn Sie ein dreigeschossiges Haus bauen, was ja eine viel größere Bezugsfläche hat, aber genauso viel Energie nur reinbringt durch die gleich große Solaranlage, ja, weil wir die gleiche Fläche überbauen. Und das ist erstmal die erste Ansage, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, das danach zu bewerten, weil dann müssten wir ja nur noch Bungalows bauen, weil das optimaler wäre. Das wäre für die Umwelt eine Katastrophe. Das ist also der falsche Weg, das dahin zu optimieren vom Gesetzgeber. Und das Zweite ist auch, Sie sehen, wir haben hier eine Versorgungslücke. Sie haben hier zwar einen Solarertrag, je nachdem, ob Sie ein- oder dreigeschossig gebaut haben. Aber Sie haben immer im Winter fehlende Energie. Ja. Also das heißt, wir haben im Winter eine Versorgungslücke und im Sommer einen deutlichen Überschuss. Wenn das alle in Deutschland so machen, dann funktioniert das nicht, weil das Stromnetz, was wir betreiben, keine große Batterie ist oder kein Akku. Also wir haben ein Problem, die Energie vom Sommer in den Winter zu bekommen. Ja. Deswegen halten wir nichts davon, einfach zu bilanzieren, ob ich genauso viel Kilowattstunden Strom erzeuge, wie mein Haus insgesamt im Jahr verbraucht. Das ist eine Milchmädchenrechnung, sogenanntes Nullenergiehaus. Das ist ein falscher Bezug. Ja, das ist nicht die richtige Rechenweise. Ja, also wir, wie gesagt, sind weltweit mittlerweile unterwegs. Wenn Sie sich das angucken, in verschiedenen Klimazonen, was ist hier angedeutet, die verschiedenen Anforderungen in verschiedenen Klimazonen, gibt es verschiedene Anforderungen an die Bauteilqualität.
Hier nur ein Beispiel, das ist die Bahnstadt in China. Das ist ein sehr großes Passivhausareal mit Hochhäusern, was jetzt nahezu fertiggestellt ist. Das war auch der Grund, warum wir letztes Jahr die Passivhaustagung dort hatten. Und wenn man Energie sparen will, dann muss man China mit an Bord nehmen, weil dort wird ganz massiv gebaut, in ganz anderer Größenordnung als in ganz Deutschland zusammen. Logischerweise. Ja, das war das Bild der Online-Tagung, was vorhin gezeigt werden sollte. Das wird unsere nächste Passivhaustagung sein, die wir dieses Jahr eigentlich in Berlin, aber jetzt eben online stattfinden lassen. Das wird am 20. September beginnen und sich über mehrere Tage hinziehen. Die Tage der offenen Türen, also wir haben zwei Veranstaltungen. Einmal die Mid-Year-Veranstaltung, die ab morgen beginnt, mit den Videos, die Sie vorhin gehört haben. Wen das interessiert, der kann jetzt kurz einen Screenshot von der Seite machen. Ich habe unten diesen langen Code da eingeblendet. Dort finden Sie so ein Video, aber das stand ja vorhin auch im Chat. Ja, dann bin ich am Ende.